Ich beide hat auch Pause gehabt, jetzt ist Tag 3. Und das ist wieder nachher bei natürlich. Wer hat es gedacht? Wir machen heute 5 Sätze. Wenn ihr eine Dumbbell habt, nehmt die schwerste Dumbbell, die ihr habt, lüpft sie auf, nehmt sie eine Jacke. Könnt sie heben, ich würde sie heben, sonst geht sie auch runter. Dann macht ihr 10 Tempo Squats, 3 Sekunden runter. 3 Sekunden Pause im Squat. 1, 2, schnell aufstehen. Kurz schnaufen und wieder runter, aber das Tempo nicht vergessen. Dann bis ihr 10 Reps habt. Macht jetzt wieder 10 Pause aus der Kurzpause. Wenn ihr 10 habt, dann mal ablegen. 10 soll ich machen? Und dann geht es direkt in 5. High Chance. Also hör, wie es geht. Schon. Hör, komm, let's go. Let's go! 2 Minuten Pause machen, 5-mal durchmachen. Jetzt, wenn das ein bisschen leicht für euch ist oder ein bisschen eure Mobility auch noch üben, machen wir das gleiche, aber mit Single Arm Dumbbell Overhead Squats. Dann nehmen wir Dumbbell zuerst rechts, machen logischerweise 10 rechts, 10 links. Gleiches Tempo, langsam runter. Schnell aufstehen, kurze Pause und wieder runter. Mashallah. Hat niemand gehört, er kann links genau gleich gut. Ich mal durch, die Eigenschaft nicht vergessen. Das sind 3 Meter, das geht nur noch 10 Meter aus. Die nächste Karte für. Das war heute alles, wir haben noch ein relativ kurzes Workout. Zuerst ein 12 Minuten Emom, erste Minute. Wir haben die Dumbbell, die Schulter, jetzt haben wir wieder weg. Macht 10 bis höchstens 16 Alternating Step-Ups. Wenn ihr den Box daheim habt, nehmt den Stuhl, den ihr zusammengefallen habt, nehmt ein Bänkchen. Jetzt zieht das Bücher auf, wenn ihr nicht zusammengefallen habt. Ihr geht hier rüberlaufen. 10 bis 16. Ich darf jetzt auch so haben. Wenn ihr das habt, wenn ihr durch ist, Dumbbell am Boden legen. Das heißt, es hat Lateral Burpees over Dumbbell. Das Ziel wäre, das dritte Mal 40 bis 50 Sekunden schaffen, dass ihr sicher mindestens das Gas von außen legt. Dann in der dritten Minute nehmt ihr 10, macht 40 bis 50, 70 Double Unders. Die Double Unders werden das Problem sein. 4 Sekunden da lang üben. Oder machen wir Single Arms. Also, erst sollte vielleicht wieder Single Arms machen, ich weiß nicht, aber schwierig. Und das machen wir dann 4-mal durch. 4-mal 3 geht 12 Minuten. Dann habt ihr 3 Minuten Pause. Dann ist aber noch nicht fertig. Dann machen wir noch 3 Runden von den Reps, die ihr gemacht habt. Also, jetzt, Ahmed hat sicher vor allem das Höchste gemacht. Er macht 3 Runden, 16 Box-Step-Ups, 16 Burpee over Dumbbell und 70 Double-Unders. Ziel, unter 9 Minuten fertig sein. Viel Spaß.